Das, was du hier in der Pfanne siehst, ist eine vegane Alternative zum türkischen Frühstücksklassiker Menemen. Es ist ein Gericht, das in vielen Kulturen verbreitet ist und jede macht es auf seine ganz spezielle Art. Die Zwiebeln wurden erstmal gewürfelt und dann für ca. 3 Minuten angeschwitzt. Die grüne Paprika wurde geviertelt, entkernt, kleingeschnitten, mit dazu gegeben und auch nochmal kurz mit angebraten. Dann noch Knoblauchzehen sowie Tomatenmark und beides wurde kurz mit angeröstet. Unsere Hauptkomponente, die Tomaten, werden vom Strunk entfernt, kleingeschnitten, mit dazu gegeben und so lange mitgebraten, bis die Tomaten komplett zerfallen sind. Gewürzt wurde es mit Salz und Pfeffer. Als Eiersatz habe ich Naturtofu benutzt, würde aber das nächste Mal für eine authentischere Konsistenz festen Seidentofu benutzen. Dazu kommt Kala Namak, das magische Gewürz, das alles nach Ei schmecken lässt. Noch etwas Kurkuma-Pulver für die schön gelbe Farbe. Den Tofu habe ich bei geschlossenem Deckel nochmal für 5 Minuten köcheln lassen. Und da der Eigeschmack von Kala Namak relativ schnell verfliegt, habe ich nochmal nachgewürzt, Chiliflocken ergänzt, es mit Petersilie getoppt, noch ein Fladenbrot als Beilage und fertig ist unser veganes Wunder.